Das REWE Final Four ist, glaube ich, eines der größten Handballereignisse, was wir in Deutschland haben. Die Halle wird wahrscheinlich restlos ausverkauft sein. Ich selbst habe es in Hamburg erlebt, was da für eine Stimmung an dem Wochenende herrscht mit den 4 Fanlagern. Also da können sich die Jungs wirklich drauf freuen. Wir freuen uns alle darauf. Wird ein Mega-Erlebnis. Also ich glaube, die Anspannung ist mindestens genauso hoch. Ich kann tatsächlich nicht mehr selber eingreifen auf der Platte an dem Wochenende in Köln. Tatsächlich ist es aber im Vorfeld doch einiges mehr an Arbeit. Kann man nicht mit der Vorbereitung wie als Spieler vergleichen. Aber trotzdem, die Vorfreude ist genauso groß, die Anspannung ist genauso groß. Und ja, es wird, glaube ich, ein Riesenerlebnis an dem Wochenende. Ja, als sozusagen Neuer im Handball auch fast noch von extern ja die MT dazu beglückwünschen, dass wir den Sprung ins Final Four geschafft haben. War auch in Lübeck dabei gewesen. Auch das war schon emotional, obwohl es da, glaube ich, nur 2.500 Zuschauer waren. Und bin ja auch stolz und freue mich für die Mannschaft, dass sie sich diesen Event gesichert haben. Vor allen Dingen auch freue ich mich für die Kollegen und Kolleginnen auf der Geschäftsstelle. Wir haben natürlich dann vor Ort auch alle ein bisschen was an Arbeit vor uns, aber es ist natürlich auch für uns alle Mitarbeiter der MT ja ein freudiges Ereignis und sind alle voller Spannung und Vorfreude auf den 13. 14. April in Köln. Das erste Spiel nach der Winterpause, Nationalmannschaftspause, der ganze Januar, der Großteil der Mannschaft war nicht da. Und aus den vergangenen Jahren wussten wir, dass wir immer da zu dem Zeitpunkt der Saison große Probleme hatten. Klar, es war nur ein Zweitligist, in Anführungszeichen, aber es war ein Auswärtsspiel und die letzte Hürde vorm Final Four. Also die Anspannung war schon groß. Umso erleichterter waren wir, dass wir es dann, wenn auch nur knapp, mit einem Sieg in Nettelstedt dann zum Final Four geschafft haben. Die MT Melsungen schlägt den TuS Lübbecke mit 30:28, zieht verdient ins Final Four ein und die MT-Fans singen Viva Colonia. Kein Dauerabo auf das Final Four. Wir sind Underdog. Wir sind, also keiner rechnet mit uns, dass wir beim Final Four den Sieg erringen. Und das ist genau die Chance, die jeder Einzelne ja, sich daraus ziehen sollte, um damit den Ansporn zu haben, den Leuten außerhalb der MT-Bubble zu zeigen, dass wir Handball spielen können, dass wir das Final Four gewinnen können. Ich wünsche der Mannschaft wirklich, dass sie sich unsterblich macht. Sie haben eine einmalige Chance, einem Verein einen Titel zu schenken, sich selbst einen Titel zu schenken, nächstes Jahr definitiv europäisch zu spielen.
Sie müssen nur diesen einen Schritt ins Finale machen und dann ist alles möglich. Auch wenn es augenscheinlich wir belächelt sind und der absolute Außenseiter sind, ist mir alles scheißegal. Wir müssen da, wie gesagt, wir kriegen das hin. Ich glaube da fest. Ich möchte den Pokal. Wir hätten es auch endlich mal verdient, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt so das zweite Mal, dass ich so ein großes Ereignis verpasse. Einmal war es einen Tag vor der WM, jetzt war es nach dem ersten Spiel. Da war es der Fuß beim ersten Mal, jetzt die Schulter, sich da irgendwie wieder zurückzukämpfen, weil eigentlich sich dann die Spiele danach so anzugucken und alles tut dann. Man freut sich natürlich, dass die Mannschaft noch in die Hauptrunde weitergekommen ist, aber auf der anderen Seite vor dem Fernseher zu sitzen, anstatt mitzuspielen, ich finde, das ist so der härteste Part. Und ja, man hofft halt, dass es nie wieder passiert und der Mannschaft dann eigentlich helfen kann. Seitdem ich bei der Bundesliga bin, auch noch keinen Titel geholt und das wäre natürlich ein riesengroßer Traum für mich und für die MT auch, der erste Titel. Und dadurch, dass ich auch nächste Saison die MT verlasse, wäre das auch mega schön, hier mit einem Titel sich zu verabschieden. Wir hatten einen Vorteil, was nicht immer ein Vorteil sein muss, aber im Nachhinein war es definitiv der Fall, dass wir unser erstes Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt im Hinspiel in Flensburg extrem hoch verloren haben. Und ich glaube, als die Auslosung kam, wussten wir alle nicht so richtig, okay, wie sollen wir das einsortieren? Und wir hatten das Glück im Nachhinein, unser Rückspiel in der Bundesliga eine Woche vorm Rewe-Final voraustragen zu dürfen. Und ich glaube, dass unser Coach Roberto alles schon so präpariert hat, ohne dass wir auch als Spieler das mitbekommen haben, dass dieses Bundesligaspiel schon auf das Rewe-Halbfinale beim Final Four abgezielt hat. Und ich glaube, dass wir ja gefühlt schon zwei Wochen, bevor wir das Halbfinale hatten, unsere Trainingseinheiten darauf ausgelegt haben, zum Halbfinale on point da zu sein. Ich war sehr, sehr happy, als ich dann wieder mit der Mannschaft diese Momente erleben durfte beim Spielfeld. Und ich wollte natürlich auch wieder der Mannschaft helfen. Und dann ging es los. Ja, so ein Final Four ist natürlich nicht nur für die Mannschaft was ganz Besonderes, sondern auch für jeden Mitarbeiter, für das ganze Team der Geschäftsstelle. Und wir haben alle dem Wochenende entgegengefiebert. Und als es dann da war, ging es natürlich auch darum, so ein paar organisatorische Dinge dann vor Ort auch in die Hand zu nehmen. Und da war es wirklich so, dass von der Geschäftsstelle über Physiotherapeuten zu Mannschaftsbetreuer, wir im Vorstand, wir haben alle mit angepackt. Wir mussten ja, Klatschpappen verteilen. Wir hatten ja eine tolle Lichtchoreo vor unserem Halbfinalspiel mit den ganzen Leuchtstäben. Die mussten noch 1200-fach verteilt werden. Wir sind stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dabei zu sein. Das sind aktuell unsere Gegner, sind die besten drei Mannschaften, die wir in Deutschland gerade haben. Und wir kämpfen mit diesen drei Mannschaften dort in Köln um den Titel. Deshalb können wir wirklich stolz darauf sein, dass wir das erreicht haben. Alles, was dann noch extra dazu kommt, das nehmen wir gerne mit. Wir freuen uns mega, wenn wir erfolgreich sind. Aber wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen und versuchen, das Beste rauszuholen.
Ich glaube, dass wir müssen fokussieren in das erste Spiel. Wir haben Optionen, wenn wir gewinnen, zu Final spielen. Und das wird unser Ziel sein. Aber keine Pression und nur, ich hoffe, dass alle Spieler haben zu viel Stimmung. Das ist, was wir müssen haben. Keine Pression, aber zu viel Stimmung vorspielen. Und wir müssen nicht glauben, im Finale und im Pokal gewinnen, nur dass wir haben Optionen vor in einem Final sein. Man ist sich natürlich auch der Wichtigkeit des Spiels bewusst. Bei mir persönlich war es so, ich kam aus einer sehr, sehr schlechten Phase, vor allem in der Bundesliga, wo ich auch nicht in Topform gewesen bin, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt ist das Final Four Wochenende, das ist ein guter Zeitpunkt, um wieder da zu sein. Dann höre ich immer meine Musik, je nachdem, wo ich an dem Tag gerade drauf Lust habe, spiele mir im Kopf schon die Bilder durch, wie es gleich mal in der Halle sein wird. Ich hatte das Glück, im Januar schon bei der Heim-EM dort spielen zu dürfen, wusste also, worauf man sich freuen kann, auf eine unglaublich tolle Stimmung mit tollen Fans, mit unserem Block, der MT-Block, in unserem Rücken. Und ich glaube, das waren alles solche Szenen, die ich mir schon im Kopf durchgespielt habe. Ich hatte gefühlt über 30 Freunde da, die mich unterstützt haben mit Familie und Co. Also das war eigentlich pure Vorfreude auf dieses Spiel, auf diese ganzen Randerscheinungen, die aber dieses ganze Final Four insgesamt ausmachen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung. Kastening weiter verlässlicht. Wackeln die jetzt nochmal? Kriegen die es nicht ins Ziel? Doch, weil sie wieder einen überragenden Nebojša Simić hat. Die erste große Überraschung in Köln 2024. Ist vollbracht. Melsungen gewinnt das Halbfinale gegen Flensburg. Trifft das sehr gut. Dago Sigurdsson hat, ich glaube, am Samstag vor den Halbfinals noch gesagt, es gibt drei Favoriten und die MT Melsung. Von daher, wir sind mit Sicherheit als Außenseiter da in das Turnier gegangen. Wir haben aber eine überragende Leistung am Samstag da aufs Parkett gezaubert und haben uns absolut zu Recht für das Finale qualifiziert.
Naja, wenn du in so einem Finale stehst, das weiß ich immer noch ganz genau als Spieler, dann willst du auch mit einem Pokal nach Hause fahren. Also du hast nicht nur erst den Bus, sondern schon beim Frühstück, wenn du den Spielern in die Augen geguckt hast, da hast du gesehen, die sind heiß. Die wollen jetzt auch noch mal den letzten Schritt gehen und den ersten Titel für die MT mit nach Hause nehmen. Wir haben gegen die weltbeste Mannschaft aktuell so lange mitgehalten. Und ich glaube, insgesamt können wir auf das Wochenende total stolz sein. Feiertag in Handball-Deutschland. Die Lanxess-Arena natürlich ausverkauft, weiß um ihre Aufgabe. Der SC Magdeburg trifft auf die MT Melsungen und die Magdeburger wollten es natürlich besser machen als im letzten Jahr, als man noch den Rhein-Neckar-Löwen unterlag. Magdeburg schlägt die MT Melsungen mit 30:19, darf sich über den Pokalsieg freuen. Ich glaube, das war ja ein Stück weit eine Niederlage gegen die beste Mannschaft der Welt, die an dem Tag mit einem Selbstverständnis gespielt hat, ja, dass es uns schwer gemacht hat, ein Spiel zu finden, um genau eben diesen Turnaround-Point um für uns zu finden. Und ich glaube, dass das ein Stück weit mit der Stärke des SC Magdeburg einfach auch mit einhergeht, dass sie dazu dann auch noch den besten Torhüter des Turniers in ihren Reihen hatten. Ich glaube, dass unsere Abwehr dann mit Laufe des Spiels auch ein bisschen den Glauben verloren hat. Wir haben es den Magdeburg einfacher gemacht, Tore zu erzielen. Und dann waren es einfach zu viele Punkte, die bei uns gefehlt haben, um diesen Glauben zu entfachen, das Spiel noch gewinnen zu können. Und ich glaube, das hat man dann am Ende auch am Ergebnis gesehen, dass dann für uns ein paar Tore zu hoch war. Waren aber einfach zu viele starke Magdeburger Momente in dem Spiel, als dass es für uns möglich gewesen wäre, das Spiel im Finale zu gewinnen. Wir möchten dem SCM natürlich ganz herzlich auch im Nachhinein nochmals zum Gewinn des deutschen Pokals gratulieren. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Saison, auf eine hoffentlich sehr spannende und erfolgreiche Pokalsaison und ein hoffentlich zu spielendes Pokalfinale vor in Köln.